Stronger, guten Tag wünsche ich euch, Leute, und willkommen zum heutigen ungefilmten Video. Wir sind hier gerade an einem Drehset. Wie ihr seht, das Licht, ganz viele Menschen, die für das Kamerateam und Ton und alles zuständig sind. Scheinwerfer, eine richtig fette Kamera und hier draußen noch Scheinwerfer. Ganz viele Komparsen, Mitdreher und wir haben hier an diesem Tisch gerade noch eine Szene gedreht. Das Ganze werdet ihr erst im Februar sehen. Ich werde auch noch nicht mehr davon spoilern. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was wir heute, also wo wir uns heute so befunden haben. Ja, also wir haben jetzt fast alles fertig gedreht. Wir gehen jetzt Mittagessen und dann drehen wir noch ein paar Szenen. Und es ist sau anstrengend, macht aber mega viel Spaß. Und wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. So, jetzt gehen wir gerade durch Köln und suchen ein Restaurant fürs ganze Drehteam. Und wir gehen wahrscheinlich in ein veganes Restaurant. Ich bin mal sehr gespannt, ich zeige euch das Ganze. Und es kamen jetzt 2 Tage lang keine Vlogs, einfach weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe jeden Tag nur 1 bis 2 Stunden geschlafen, die letzten Tage. Gestern haben wir auch den ganzen Tag gedreht, von morgens bis abends. Und es ist einfach sau stressig gewesen. Es wird aber ein richtig geiles Video. Das Endergebnis, da freue ich mich schon riesig drauf. Kommt halt, wie gesagt, schon im Februar. Und ab jetzt geht es wieder täglich weiter mit den Vlogs. Wir haben jetzt ein Restaurant gefunden, nämlich Echo. Und in diesem Restaurant gibt es hier, diese ganze Theke ist komplett vegan. Auch diese süßen Speisen und so weiter. Ist alles vegan. So, ich habe es jetzt ausgesucht und den Teller reichlich gefüllt. Ich bin echt überrascht, wie viele verschiedene Sachen es hier auch vegan gibt. Hier so Frikadellen und so, was weiß ich, alles Mögliche. Wir haben so einen kleinen Salatteller gemacht und noch total viel Süßkram. Ja, so ein Pudding und verschiedene Kuchensorten. Alles komplett vegan. Ist krass, aber hier gibt es auch viele Sachen aus Fleisch. Also auch Fleischesser kommen hier auf ihre Kosten. Und jetzt würde ich erstmal sagen, so, den Nachtisch habe ich schon aufgegessen. Und das war so ein leckerer Pudding und das war so Milchreis und das war so lecker. Da habe ich direkt nochmal 2 davon geholt. Und die gönne ich mir jetzt richtig. Bitte einmal Ruhe. Ton. Ton läuft. Voice-over 1A1, die zweite. Damals war ich. Ha. Yippie! Das war das Letzte, was wir aufnehmen müssen. Ne? Sind wir komplett durch? Wir sind komplett durch! Oh mein Gott. Wie viele Stunden haben wir insgesamt gedreht, heute und gestern? 10.000! Millionen! Fast! Okay. Yo, wir sind endlich fertig und haben alles abgedreht. Oh mein Gott. Wir haben gestern von 9 bis 20 Uhr und heute von 8.30 Uhr bis 18 Uhr gedreht. Das war wirklich richtig anstrengend, hat es aber gelohnt. Wir waren sehr produktiv. Mehr erzähle ich euch dem Ganzen nicht. Das Ergebnis werdet ihr dann im Februar sehen, wenn es rauskommt, auf meinem Kanal. Und ich zeige euch nochmal die Aussicht von der Wohnung, wo wir gerade gedreht haben. Die ist nämlich richtig geil. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber wir sind hier über den Dächern von Köln. Richtig cool. Köln ist echt eine schöne Stadt, muss man mal sagen. Yeah! Yeah! Das war auch der Grund, warum gestern und vorgestern einfach keine Real-Life-Videos kamen. Ich hab's zeitlich einfach null geschafft. Ich hatte, glaube ich, vorgestern sogar nur ein Video von Super Smash. Da haben sich viele beschwert, so, oh, nur Smash, das finde ich aber blöd. Manche haben sich dann noch Minecraft oder ein Real-Life-Video gewünscht. Ich hab's nicht geschafft. Danke an alle Leute, die auf Verständnis hatten, denn manchmal geht's einfach zeitlich nicht. Dafür haben wir wirklich was Geiles auf die Beine gestellt. Und hier ist der Tonmann, der hört immer alles gut. Wow, wir haben es geschafft. Das ist einmal ins Bett fallen, einfach weil ich froh bin, dass es vorbei ist. Okay, mehr möchte ich euch heute auch gar nicht erzählen. Ich glaube, das war heute eigentlich so ein kleiner Vlog, um euch einfach zu sagen, was so los war. Und ja, wir sehen uns dann einfach morgen beim nächsten Video wieder. Ab jetzt hoffentlich wieder täglich. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.